Hallo, liebe Blumi-Freunde. Jetzt bin ich schon im achten Jahr von Blumi. Also vor 8 Jahren ungefähr fing ich an, mich mit meinem eigenen Alterungsprozess auseinanderzusetzen. Und muss sagen, in jedem Jahr habe ich mehr dazugelernt und immer mehr auch Übungen entwickelt, schon weil ich Kursteilnehmerin habe. In diesem Sommer lernte ich, dass ich noch lange nicht ausgelernt habe. Und zwar begann ich im Frühjahr, das war so gegen April, ging ich wieder öfter laufen und entdeckte eine neue Laufstrecke. Und auf dieser Strecke waren an der Seite so Balancebalken angebracht. Ich dachte, gehst mal rauf. Ich kann mich erinnern, dass ich früher in der Schule gerne auf dem Schwebebalken herumturnte. Ich war da auch ziemlich gut, also so eine Standwaage konnte ich sehr gut. Ich habe sogar Radschlagen auf dem Schwebebalken machen können. Ja, das ist 50 Jahre her. Als ich auf diesen Balancebalken, die so ein bisschen über den Fußboden nur waren, rauf wollte, fiel ich auch gleich runter und holte mir ein paar blaue Flecke. Ich hatte keine Balancemuskeln mehr. Was sind Balancemuskeln? Ja, wusste ich auch nicht, habe ich auch erstmal recherchiert. Eigentlich gibt es keine wirklichen Balancemuskeln, aber kann man sich vielleicht so vorstellen, wir haben große Muskeln, die so für das Strecken und Beugen zuständig sind. Ja, hier auch für den ganzen Körper. Dicke Rücken- und Bauchmuskeln, ja, dicke Halsmuskeln. So, das ist das für die normale tägliche Bewegung. Was sind Balancemuskeln? Das sind genau die, die den ganzen Körper überhaupt erstmal zusammenpuzzeln. Das sind viele kleine Muskelstränge, die alles miteinander vernetzen, damit wir ja überhaupt als Ganzes zusammenhalten. Und diese vielen kleinen vernetzten Muskelchen, wenn die nicht mehr trainiert werden, ja, die werden abgebaut. Und ja, ich kann das so sagen, ich habe in den letzten 50 Jahren keine Schwebebalkenübung mehr gemacht. Damals konnte ich das gut, seitdem nicht mehr. Ich bin noch nicht mal auf den Seitensteinen der Bürgersteige gelaufen. Kennt ihr vielleicht, macht man so als Kind, ne? Dann balanciert man da über diese Steinchen. Habe ich mich nicht getraut, ich wurde ja erwachsen, ne? Da macht man sowas nicht. Aber hier auf dieser Strecke begann ich dann diese Balancebalken entlang zu hangeln. Am Anfang war das eine wirklich ganz schwierige Angelegenheit. Und nachdem ich es 1, 2, 3 Mal gemacht hatte und dann zu Hause wieder ankam, war ich tot. Also, wie soll ich sagen, mein ganzer Körper tat fürchterlich weh. Nun gebe ich ja nicht auf. Bin dann nach ein paar Tagen wieder hin, wenn der Schmerz so nachgelassen hatte und wieder und wieder und wieder, den ganzen Sommer über. Und diese Bilder, die ihr hier so seht, die entstanden erst vor kurzem. Also jetzt kann ich über diese Balken gut balancieren. Ich habe nämlich meine Balancemuskeln wieder aufgebaut. Und das sind wirkliche Verjüngungsmuskeln. Balancemuskeln sind Jugendmuskeln. Ist so. Ja, alles, was den Körper so fest und gummiballartig macht, was ich immer sage, was so jugendlich ist, diese Spannkraft, das sind Balancemuskeln. Und die verlieren wir und auch das ist ein Grund, warum wir alt werden. Ja, nun ist ja auch manchmal schlechtes Wetter, diesen Sommer nicht so, aber vor ein paar Tagen war es auch nicht so schön. Nochmal schlechtes Wetter und trotzdem möchte ich das Balancieren beibehalten. Nee, erstmal, was ist mit diesem Balancieren, was hat es damit auf sich? Das ist nicht nur, dass die Muskeln davon gestärkt werden und dass wir so einen balancereichen Körper bekommen, sondern hier ist, hängt noch viel mehr mit dran, und zwar das Gehirn in seiner Ganzheitlichkeit ebenfalls. Ja? So, schauen wir uns mal einen Teil des Gehirns an. Hier seht ihr sowas ganz Eigenartiges. Das ist, naja, nicht so toll nachgemalt, aber das soll unser Gleichgewichtssinn sein. Ja? Unser Gleichgewichtssinn besteht aus vielen Schnecken und Röhren und darin sind lauter kleine bewegliche Zellen. Und je nachdem, wie der Körper sich bewegt, ganzheitlich bewegt, so
bewegen sich auch die kleinen Zellen da drin. Und jede dieser Zellen sind ja Nervenzellen. Ja, das sind Nervenzellen, die speichern diese Bewegung, geben es an das Gehirn und das Gehirn sagt zu allen Muskeln im Körper, jetzt müsst ihr so und so und so das machen. Ja, das ist natürlich eine riesengroße Arbeit vom Gehirn und vom ganzen Körper, diese Balance aufrechtzuerhalten. Deswegen habe ich Karlchen jetzt hier mit mal dabei. Nur auf Knochen können wir nicht stehen. Ja, also die Knochen halten unseren Körper nicht. Sie sind eigentlich innen nur das Grundgerüst, damit dort Muskeln und Sehnen festpacken können. Und die Muskeln und Sehnen halten unseren Körper. Und es sind auch nicht die großen Streckmuskeln, die unseren Körper halten, sondern die vielen, vielen, vielen kleinen. Und diese geben viele, viele, viele Signale an das Gehirn. Und das koordiniert unser Laufen, unser Gehen, unser Balancieren. Also, Balancieren bringt nicht nur den Körper richtig in Schwung, sondern auch das Gehirn baut wieder ganz viele Nervenzellen auf. Deshalb dauerte es bei mir auch so das halbe Jahr, bis ich einigermaßen gut. Ich will nicht im Zirkus auftreten. Ja, es geht nur darum, dass ich meine Balancemuskeln und mein Balancemuskelgehirn gut aufgebaut habe. Ja, das war meine Zielstellung, dass ich mein Gleichgewicht halten kann. Denn das ist Fakt, so ab 70, 80, wer das nicht macht, hat sehr große Chancen. 50 bis 70%, so groß ist die Chance, hinzufallen, aus der Balance zu kommen, sich den Oberschenkelhals zu brechen oder auch das Handgelenk. Ja, das ist Fakt, das passiert im Alter, wenn man sich nicht mehr so gut halten kann, so gut balancieren kann. Ich habe für den Fall, dass es jetzt Winter kommt und ich nicht mehr auf diesen dazugeschneiten und vereisten Balancebalken laufen kann, einen Balancetanz entwickelt. Der ist wunderbar, haben mir meine Kursteilnehmerin schon bestätigt. Und der bringt auch ganz schön viel Schwung in den Körper. Tut am Anfang auch ein bisschen weh, wenn man noch keine Balancemuskeln aufgebaut hat. Nachher ist es wunderschön. Den findet ihr natürlich unter meinem Online-Training, Blumi-Training. Und so für den Alltag habe ich mir auch was bestellt. Das kriegt ihr auch übers Internet oder könnt ihr auch im Sportfachgeschäft kaufen. Das ist so ein Balancebrett oder Wackelbrett. Da stellt man sich rauf und dann kann man hin und her wackeln und balancieren. Ich habe dann noch dazu so ein paar Handseile rangemacht. Ja, kann man auch bestellen. Ich habe es mir selbst gebastelt, wie ich das so meist mache. Und dann hat man die verschiedensten Möglichkeiten, damit herumzubalancieren. Noch eine Sache, dass das Gehirn ganz eng mit dem Balancieren zusammenhängt, vor allen Dingen die Augen. Also so wie unsere Augen stehen, so balanciert sich unser Körper aus. Der ist ganz auf unsere Augen ausgerichtet. Das werden Menschen, die nicht mehr gut gucken können, sicherlich bestätigen können, dass sie viel unsicherer in ihrem Körpergefühl werden. Und ich denke, kann ich nicht aus eigener Erfahrung sagen, aber ich glaube, Menschen, die gar nicht sehen können, also blinde Menschen, müssen ganz neu laufen lernen, ja, um die Balance zu erlangen. Da gibt es eine Übung. Könnt ihr mal ausprobieren. Ich habe es auch ausprobiert. Ich kann es noch nicht, aber ich habe auch jetzt erst angefangen. So, müsst ihr euch mal hinstellen, gerade hinstellen, die Arme so ein bisschen weit auseinander machen, auf ein Bein stellen, andere Bein anheben, wie so ein Storch. Und dann macht ihr die Augen zu und versucht gerade zu stehen. Länger als eine halbe Sekunde. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich habe vieles ausprobiert. Könnt ihr mal gucken. Ich wackel hin und her. Diese Balance, wenn man nicht mit den Augen das austarieren kann, ja, herzustellen, das dauert, glaube ich, eine Weile. Aber ich werde es weitermachen. Vielleicht kann ich es irgendwann. So, ich hoffe, ihr fangt demnächst an, ein bisschen zu balancieren. Gerne mit meinem Balancetanz oder mit einem Balancebrett. Jedenfalls solltet ihr es tun, wenn ihr im Alter auf Balance noch Wert legt. Das war's wieder. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Bleibt schön jung. Bis zum nächsten Mal. Eure Verjüngungstrainerin Uta Baranowski. Balanciert schön.